herzlich willkommen bei Aduis. In diesem Video werde ich diesen süßen Schmetterling und die zauberhafte Blume falten. Zum Falten benötige ich bunte Faltblätter in der Größe 10x10. Und los geht's mit dem Schmetterling. Ich beginne, indem ich das Papier einmal diagonal falte. Dann öffne ich es wieder und falte es in die andere Richtung. Erneut öffnen und gerade nach oben falten. Nochmal öffnen und auch hier in die andere Richtung. Nun öffne ich das Papier und drehe es um. Nun biege ich diese beiden Taschen nach innen. Die andere Seite, sodass ein Dreieck entsteht. Ich falte die eine Seite auf die andere. Und schneide nun die offene Seite mit der Schere rund. Öffne ich es herzförmig und klappe die obere Hälfte des Papiers nach unten. Nun drehe ich das Papier um und klappe die Spitze nach oben. Erneut umdrehen. Und nun klappe ich die Spitze von hinten nach vorne. Falte ich den Schmetterling in der Mitte zusammen. Natürlich könnt ihr eure Schmetterlinge auch mit verschiedenen Motivpapieren falten. Und nun zeige ich euch, wie man diese tollen Blüten faltet. Legen wir los! Ich beginne, indem ich das Papier einmal diagonal falte. Anschließend falte ich die Ecken zur Mitte. Nun falte ich die Seitenteile und bei einer Drachenform auch zur Mitte. Diese öffne ich wieder. Die hierbei entstandene Lasche öffne ich und drücke sie flach. Auch auf dieser Seite. Nun klappe ich die Spitzen nach hinten um. Die Seitenteile klappe ich an dieser Linie wieder nach innen. Nun klebe ich das Blütenblatt an diesen beiden Stellen zusammen. Kurz trocknen lassen. Auf diese Weise mache ich 5 weitere Kelche. Nun klebe ich immer 3 Stück zusammen.
Nun klebe ich die anderen drei zusammen. Wenn die beiden Hälften getrocknet sind, klebe ich auch diese zusammen. So, nachdem die Blume getrocknet ist, kann ich noch eine halbe Perle in die Mitte kleben. Wieder kurz trocknen lassen. Und fertig ist meine Blüte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt Daumen hoch. Für Fragen und Anregungen schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare. Ich beantworte sie euch dann gerne. Alle benötigten Artikel findet ihr im Webshop auf www.aduis.com. Bis bald bei Aduis!